Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe ja gesagt, War Thunder jetzt mehr. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich bin ja jetzt beim Italien Grind 9.0 angekommen. Und kann jetzt auch schon mal so grob vorweg sagen, man sagt nicht umsonst, das ist der schlechteste Tech Tree. Aber ich stehe ja wegen auf Herausforderungen, deswegen ich tue mir das an. Für euch. Nee, Spaß. Oder vielleicht auch mit, damit ich was vorstellen kann. Wir fangen jetzt einfach mal querbeet an. Und das erste, ich meine, ich hatte ja schon mal ein bisschen was gezeigt, immer so ausschnittemäßig, aber heute gehen wir mal ein wenig näher in die Materie. Ich bin jetzt ja noch nicht so krass in War Thunder auch drin. Ich meine, ich habe jetzt schon mein zweites Jahr angefangen, wo ich das spiele. Weiß aber immer noch nicht alles, weil solche Spiele meistens doch sehr tiefgründiger sind und ich mich dann gerne in die Materie reinversetze. Ihr wisst es ja, bei World of Tanks, da wusste ich sehr viel auswendig. Hat dann auch mal ein bisschen nachgelassen, weil es auch irgendwann too much wurde mit irgendwelchen neuen Mechaniken. Aber ja, so ist es halt in solchen Spielen, ne? Man muss ja immer wieder was Neues reinbringen. Auf jeden Fall heute hier VCC 80-60. 60 dem geschuldet, wir sehen hier drüben 60mm Hauptgeschütz. Der ist jetzt hier so braun, weil ich die Tarnung mal hier runtergenommen habe, also das ist ein Wüstenanstrich, damit man den Panzer auch mal so sieht. Weil wenn ich jetzt meine Tarnung drauf klatsche, ist natürlich Gebüsch und alles für optische Tarnung mit drauf. Da erkennt ihr dann nicht die ganze Form. Ja, ist ein leichter Schützenpanzer aus Italien. 60mm Geschütz. Ist jetzt nicht das krasseste. Wir haben hier eine 3-Mann-Besatzung. Wir haben Kommandant und Richtschütze. Und wir haben hier einen Fahrer noch. Das Geilste ist aber, wir haben hier einen Autoloader. Und wir haben hier einen Autoloader, der hat ja 2 Sekunden. Das ist für mich bis jetzt, was ich gefahren habe, der krasseste Reload, den ich habe. Da kommt selbst die Japaner im Hide hier nicht ran mit 4 Sekunden. 2 Sekunden ist schon geil, aber wir haben nur eine 60mm Kanone. Panzerungstechnisch brauche ich hier, glaube ich, nicht drauf eingehen. Das Teil ist hier, ihr seht, 22mm reine Stärke mit dem Winkel jetzt 32, hier der 8mm, 29 mit dem Winkel. Hier haben wir ja ein bisschen was am Turm. Aber das ist variable Panzerung. Also seht schon, man kommt da zwar auf ein paar Millimeter. Es ist jetzt aber nicht die Welt. Das ist halt diese extra Panzerung hier, wenn man das sieht. Es ist gar nicht, ja gut, doch, hier sieht man das auch ganz gut. Und dahinter kommt dann erst der Turm. Ja, ergibt sich ein bisschen. Man muss aber dazu sagen, der Feind, wenn er euch sieht, schießt eh hier rein. Und dann ist meistens eh vorbei, weil da ist nicht viel. Der schießt dann hier oben drüber. Da ist kein Motor, da ist nur so eine kleine Wand, 6mm. Das geht dann nochmal hier durch und dann ist hier Feierabend. Also Panzerung nicht wirklich vorhanden. Ich meine, es kommt auch drauf an, was euch trifft. Aber ein MG zersiebt euch, eine große HE, es sprengt alles. Ja, ist halt ein Schützenpanzer. Was haben wir hier drin? Ihr seht schon, wir werden die Runden gleich ein bisschen Stock fahren. Er startet aber mit Darts schon, beste Munition. Aber nur 246 Pen. Ich sag, das ist halt dem 60mm Geschütz geschuldet. Da kommt halt auch nicht viel Wucht darüber. Wir sehen hier eine Geschossmasse von ja, 87, also 0,87 Kilogramm. Nicht mal ein Kilo. Ist jetzt nicht die Welt. Wir haben noch eine HE dabei, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich die mitnehmen würde. Wahrscheinlich dann eher die HE VT mit variablem Zeitzünder, um halt nochmal irgendwie gegen Anti-Air arbeiten zu können. Ansonsten würde ich nur die Darts nehmen. Wir haben kein Dach im G. Das nervt mich ein bisschen sehr an dem Teil. Aber der ist trotzdem recht schön schnell mobil. So sieht meiner jetzt aus, wenn er eingebuscht ist. Ja.
Ich würde sagen, wir probieren einfach mal ein paar coole Aufnahmen damit reinzukriegen. Ich sehe, der da mal was rausnimmt. Oder wir fangen direkt einen Schuss und uns wird die Kanone ge... Okay. Der Heli ist down. Da war noch ein BMP. Ach nee, das war der. Zack. Erstmal kurz gescheppert im G-Port. Er hat mich noch nicht gesehen. Ich weiß aber auch gerade nicht, was das ist. Krieg halt die Flöte nicht runter, ne? Neben mir ist auch noch was. Unschön. Dass ich den jetzt nicht tot gemacht habe, ist ein bisschen kacke. Nur Richtschütze raus. Dieser Reload. Müssten beide gewesen sein. Bam, bam, Alter. Ne, da steht noch einer. Der ist sehr schnell unterwegs. Aber kampfunfähig. Geschossen. Hammer. Gut geschätzt mit der Entfernung. Ah, jetzt habe ich nie aufgepasst. Nicht mit mir. Keine Panzerung, beste Panzerung. Okay. Auch nicht schlecht. Da kommt noch was. Alter. Hui. Alter, ist der geflogen. Boom. Den hat man.
Ja, Freunde, da habe ich euch ein paar Ausschnitte mal gezeigt von dem Panzer. Waren ein paar coole Momente auch dabei. Danke fürs Zuschauen bis hier erstmal. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Ich muss mich bei War Thunder halt erstmal wegen rantasten. Das ist wie wenn man hier von vorne anfängt. Wie wenn ich hier gerade mein erstes World of Tanks Video gemacht hätte. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das die richtige Herangehensweise ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob so Ausschnitte in so Momenten von Panzern besser kommt oder ob ihr wirklich komplette Runden sehen wollt. Die können sich dann aber auch gut und gerne ein bisschen ziehen. Ich bin dafür Feedback offen. Und ja, in diesem Sinne, Freunde, altbekannt, reingehauen, bis zum nächsten Video.